Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Witch of Fern Island. So, wir haben ja schon einige von diesen Edelsteinen gesucht und gefunden auch, aber uns fehlt immer noch einiges. Von daher würde ich sagen, wir schmeißen uns jetzt, erstmal noch die Ausdauer verbrauchen. Das darf ich nicht vergessen. Also Ausdauer verbrauchen ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe schon gemerkt, also die Ausdauer, die geht so schnell weg, dass ich die auf jeden Fall nutzen sollte, immer, jeden Tag. Bis es halt dann nicht mehr geht und erst dann wirklich ins Bett gehen. So, hier hat es mal gepasst, relativ gut. So, dann einmal ab ins Bett und dann haben wir in dem Gebiet hier noch einen Singsangstein, also solche Musiksteine mit der Reihenfolge. Aber da muss ich jetzt erst einmal dann auf der Karte gucken, wo die sind. Deswegen gehen wir jetzt erst einmal hier vor und schauen mal. Ihr braucht noch nicht, ihr könnt noch nicht, da noch nicht. Das können wir alles sammeln. Sind immer 4 Weizen. Ihr braucht noch einen Tag. Ihr braucht noch einen Tag. 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 Ja, 2-3 Tage. Und da auch noch mal einen Tag. Okay. Gut. Und ihr auch noch. So. Dann einmal die hier rein. Den Weizen. Dann haben wir noch Steine. Wahnsinn, ey. Ich habe so viele Steine. Ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich hau die jetzt einfach mal vorne rein in den Verkaufsladen. Ansonsten schmeiße ich die Dinger weg. Ich weiß nicht, was ich bauen kann, wo ich recht viel Stein brauche. Das wäre halt mal interessant. Ne? So, das da. Ich könnte mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas finde, was irgendwie viel Stein. Naja, der Elefant braucht einen Stein, aber dann brauche ich auch noch diese Indigo-Reizger dazu. Da wäre es eigentlich, ja, keine Ahnung, wäre es eigentlich ganz gut, wenn Steine mit drin wären. Weil ich weiß nicht, was ich mit den Steinen machen soll. Das ist so viel. Ich hau die jetzt einfach hier rein. Entweder die Leute kaufen es oder die kaufen es nicht. So. Dann machen wir mal einmal die Karte auf. Aber ich glaube, den habe ich tatsächlich schon. Der muss hier irgendwo sein. Moment, hier, da, hier. Hier müssen irgendwie musikalische Steine sein. Deswegen mache ich jetzt mir hier mal so ein Zeichen hin. Wir können ja, Moment, das da kommt weg. Wir können ja über die Brücke, ja, doch. Laufen halt einfach mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich muss nur noch mal gucken, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Nein, ich bin natürlich nicht auf dem richtigen Weg. So. Aber hier müssten wir jetzt richtig sein, ne? Genau, und jetzt immer dem Weg geradeaus folgen. Was haben wir hier? Das ist bloß die Infotafel, ne? Glaube ich. Hügel, ja. Können wir ja mal machen. Dafür habe ich ja diese Dinger gekauft. Das ist ja das Dingchen für Infos. Ah, Steinbruch. Da finden wir bestimmt auch noch einige Sachen, aber wo sind jetzt die Bienen? Ich habe sie gehört. Ach so, die haben nur so gebrummt. So, bin ich jetzt richtig? Ja, immer noch geradeaus hoch und dann bei dem
Steinen hier links rum. Und da müssten dann, wenn ich das jetzt richtig sehe, nicht nur dieses Insektenhotel sein. Sondern hier eben auch musikalische Steine, jawohl. Und die haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einmal rausfinden. Oh, schön. Oh. Oh, das wär's jetzt gewesen. Dann hätte ich es wirklich schnell gelöst gehabt. So, jawohl, und damit haben wir nämlich den nächsten Stein, mit dem wir natürlich unseren Taschenplatz erweitern können. Das ist super. Dann, jetzt muss ich mal gucken. Und zwar, jetzt haben wir im Grunde in diesem Gebiet hier, hallo? Entschuldigung, ich muss manchmal ein wenig raus aus dem Bildschirm. Also jetzt haben wir im Grunde in diesem grünen Gebiet alle. Diesen Foothills oder wie das heißt. Wüste lasse ich mal noch komplett aus. Da gibt es zwar auch Puzzle und so weiter. In der Stadt gibt es ja eigentlich nur das Teil mit dem Glockenturm. Ich muss mal weiter gucken. Und dann haben wir noch die Steppen. Hier haben wir noch irgendwas. Hier muss es noch einen Gem geben, aber das könnte sein, dass ich den schon gefunden habe. Nee, habe ich noch nicht. Der ist oben. Der ist oben auf diesem Turm und da werde ich wahrscheinlich wieder nicht hinkommen. Also lasse ich den jetzt halt auch sein. Aber wir haben im Lamstingsbums haben wir noch einen und zwar ganz da hinten. So Dancing Pillars Puzzle. Also im Schlamm oder im Sumpf besser gesagt, da gibt es anscheinend noch einige. Swamp Tree. Okay, Moment. Gucke ich mal ganz kurz. Und zwar soll hier noch einer sein. Hier an der Stelle. Also müsste man halt einmal hingucken. Ist ja egal, wir sind jetzt da. Das heißt, dich mache ich weg. Dann teleporten wir uns mal nach Hause, weil dann geht's schneller. Und dann wäre der nächste Angriffspunkt wäre dann im Grunde wirklich der Sumpf. Warte mal, wo müssen wir? Wir müssen hier. Ich weiß jetzt nicht, wann ich die Bienenhütten mal farmen kann. Habe ich dich schon markiert? So, jetzt auf jeden Fall. Moment, wir laufen richtig. Wir laufen dann den Weg einfach hier links entlang. Bin ich mal gespannt. Wir können hier abkürzen. So, schauen wir noch mal rein. Wir müssen eigentlich immer hier geradeaus weiter. Ich bin mal gespannt, wie wir hier rüberkommen, weil das wäre auf jeden Fall auch interessant. Ich denke mal, dass wir hier Treppen oder was nehmen müssen. Wir könnten hier mal die Äpfel mitnehmen. Nee, Interaktion. Achso. Ein Apfel? Ganz ernsthaft? So viel? Da irgendwas? Nö. So, da haben wir nämlich eine Schlucht. So. Achso, da sind wir eh falsch. Wir müssen weiter.
da haben wir eine Infotafel, ne? Jawohl, der See. Dann machen wir hier mal das Zeichen für den, für das Infoding hier hin. Ah. Honig. Dankeschön. So, hier haben wir einmal eine Kiste. So. Ja, ja, Schnaufner. Ansonsten die Taschen oder sowas kann ich jetzt mir hier nicht angucken. Kräuter interessieren mich nicht. Also jetzt gerade aktuell nicht. Ah ja, das haben wir hier. Schauen wir mal, ob wir hier entlang laufen können und dann, ob es hier dann irgendwo nach oben geht. Euch habe ich aber noch nicht markiert. Deswegen mache ich das jetzt nochmal noch schnell. Ach doch, euch habe ich. Entschuldigung. Mein Fehler. Oh. Was haben wir denn da? Seealtar. Fülle den wilden Altar am See mit Magie, damit du ihn später als Teleportstationspunkt benutzen kannst. Okay. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Das habe ich. Kann ich machen. Tja. Nee. Da geht nichts rein. Naja, gut. Achso, das ist alles mit dem Ding verbunden. Ist in Ordnung. Dann gehen wir mal hier weiter. Es könnte sein, dass da vorne so ein Holzhackplatz ist, ne? Nee, ist es nicht. Ist auch nur so ein Camping-Dings. Camping-Dingsy. So. Dann sehen wir halt gleich einmal ein bisschen neue Umgebung, ne? Das mit dem Sammeln kommt alles noch, also braucht man nicht reinschreiben. Sammel doch. Nein, ich sammle jetzt nichts. Ich will jetzt nicht. Ich will erst einmal meine Tasche vergrößern, bevor ich mich hier wieder auf den Weg mache. So, dann würde ich sagen, hier hoch. So, wir sind jetzt... Okay, wir müssen hier irgendwie... noch nach oben kommen. Ich hoffe auch, dass ich da was finde. Schöne Wanderwege. Hallöchen. Ah, hier haben wir wieder Glockendings. Da muss ich wieder alle Glocken aktivieren. Da brauche ich natürlich aber auch die Eicheln dafür. Nee, das ist ein Kraut. Ich will Eicheln haben zum Schmeißen. Hier leuchtet irgendwas auf, aber ich kann es wieder nicht nehmen, weil es im Boden versunken ist. Okay, nee, so viele Eicheln finde ich jetzt nicht, ne? 4 Stück. 5 Stück. Ich bräuchte ja mindestens 6 Stück, dass ich diese Glocken alle aktivieren kann. Liegen hier noch Eicheln? Je mehr Eicheln ich habe, desto besser ist es, ne? Vielleicht nicht nur mit 6 Stück oder sowas. Nee, Kräuter und so weiter. Aber, na gut. Dann ist es eben so. Dann mache ich jetzt hier mal so ein Kissensymbol hin. So, wir gehen genau in die Richtung, in die ich schaue. Schau. Da unten ist eine Kiste, eine blaue, eine grüne. Die könnten wir mal kaputt machen. Irgendwas... Schön ist es ja da immer drin. Der Trank der sanften Landung. Ein Schwebetrank. Verringert für 60 Sekunden den Fallschaden um 50%. Perfekt, um sich selbst zu helfen, wenn man das Felsentauchen ausprobieren möchte. Okay. Ja. Ich
weiß nicht, ob ich das Felsentauchen ausprobieren möchte. Ich will jetzt erst einmal schauen, dass wir da weiter hochkommen. Was haben wir denn hier noch? Schöne Ecke. Also gefällt mir sehr die Ecke hier. Genau, hier hoch und dann links rum. Boah. Ist aber auch blöd gemacht. In den anderen Spielen, da läufst du irgendwie wie auf einer Rampe nach oben, aber dieses einzelne Stufengehopse, das ist schon... Da ist er doch. Der liebe Gem. So, jetzt muss ich nur da hochkommen. Ich kann den Gem irgendwie nicht erreichen. Ist das jetzt blöd oder was? Was ist denn jetzt das? Ich kann den nicht erreichen. Also ich habe den zwar drin. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich habe den zwar drin im Fokus, aber irgendwie kann ich den nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich die verkaufen kann für 1000. Warum sollte ich die Dinger verkaufen wollen, ganz ehrlich? Ist doch ein Quatsch, oder? Also finde ich jetzt, dass es ein Quatsch ist. So, dann gucken wir mal. Es gibt anscheinend an dieser Stelle hier, das ist aber dann das gleiche wie hier unten, wo ich gesagt habe, brauchen wir nicht hin, weil der ist nämlich im oberen Bereich. Dann scrolle ich mal weiter und zwar hier muss einer sein. Der ist anscheinend auch auf einer Höhe, über zu dem ich komme, hier über solche Brücken. Da müsste ich dann quasi erst einmal den Aufgang finden zu diesen Stegen. Und ich glaube, das ist ganz da hinten. Boah, oder hier. Hier geht eine Treppe hoch, aber ich weiß nicht, ob ich zu dem Steg komme. Dann wäre es okay, ne? Aber gut, wir müssen jetzt erst einmal dahin kommen. Das ist das andere. Laufe ich jetzt richtig? Nein, ich laufe natürlich nicht richtig. Wir müssen in die Richtung gehen und zwar wieder nach unten. Ich muss bloß immer mal gucken, weil das ist echt verwirrend. Ich finde es recht verwirrend. Da vorne müssen wir irgendwie runter. Okay, müssen wir einfach langsam machen. Ich werde zwar Fallschaden bekommen, aber man heilt ja relativ schnell. Braucht man halt einfach ein bisschen Geduld, ne? Na komm. Na also. So, da ist es mir jetzt egal. Das passt schon. Schauen wir nochmal. Ja. Hier muss ich hin. Einmal, wo geht's denn? Ach, da geht's in den Sumpf, ne? Ja, aber ich möchte nicht unbedingt reinspringen in den Sumpf. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Das ist Gold, oder? Nee, das ist Kohle und Gold, doch. Und eine Ausgrabungsstätte haben wir hier. Ich weiß, dass das Werkzeug nicht effektiv ist, das ist mir aber trotzdem egal, weil ich will Gold schürfen, um das Upgrade zu bekommen für die nächsten, für diese nächsten Barren oder was das sind. Und die sind ja, glaube ich, erst bei 50 Golderz oder so. Können wir gleich einmal schauen dann. Zack. Das hier, Mineralienkräuter, Gemüse, Metalle, Golderz, Info. Sammle 40 Golderz, dann haben wir diese Orechalkos-Barren. Das ist das, was ich eigentlich erreichen will. Alles andere ist mir später egal.
Ich esse immer nur was, wenn ich es wirklich brauche, ne? So, hier hätten wir dann noch im Grunde Ausgrabungsstätte. Da könnte man natürlich auch mal gucken. Ich mache mal hier so eine Schaufel hin, wollte ich jetzt gerade sagen, aber habe ich gar nicht, ne? Dann mache ich jetzt einfach mal das da fertig. Schauen wir mal, was wir da vielleicht finden. Vielleicht sind ja da irgendwelche neuen Tafeln oder neue Gegenstände oder sowas, die wir haben. Ich weiß, ich hau mir jetzt halt gerade den Rucksack voll, ne? Antike Puppe. Fossilienspur, in Blau sogar. Das war wohl nix, aber das da. Zu alt, um sicher zu sein, wofür es verwendet wurde. Okay, Fossilienspur. Ach, ist das schön jetzt, today, wenn man da ein bisschen mehr Platz schon hat. Was das schon ausmacht, ne? Ah, und Knochen haben wir noch. Okay, so, dann haben wir jetzt. Dann gehen wir einmal hier vor. Ich weiß, dass da noch was war. Oh, die Kiste können wir aufmachen. Weltraumstein! Dankeschön! Yay, Inventarplatz. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo mir der angezeigt wird auf meiner Karte. Das ist wahrscheinlich der eine Verweis auf irgendeine Swamp Chest. Vermute ich jetzt mal, dass es die jetzt ist. Aber gut. Ja, ich bin da eh schon durcheinander. So, das ist wahrscheinlich wieder Info, ne? Der Sumpf. Gut. Dann Sumpf. Sumpfgebiet. Muss ich jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt einfach mal genau hier den Weg einfach folgen. Und dann hier schaue ich mal, ob ich hochkomme. Da bin ich eh mal gespannt, was das da ist. Muss auch aufpassen, wieder hier wegen den Spinnen, ne? Weil die Spinnen, die greifen mich ja anständig. Bin ich wahrscheinlich zu weit gelaufen. Was haben wir da? Nochmal eine Info. Aber habe ich die nicht schon markiert? Nee, die habe ich noch nicht markiert. Info. So, hier. Da geht's hoch. Aha. Aber dann muss ich da drauf steigen, dass die wieder zurückgehen, oder was? Das wird mir anscheinend irgendwie angezeigt. Aber das ist ja viel zu unübersichtlich. Das ist doch. Gott. Wie soll man sich das merken? Das da. Das da. Das da. Dann glaube ich, was. Das da. Und da hört es dann auf. Und da ist dann rot. Toll. Wie soll man das? Das sieht man doch gar nicht. Was? Ach so, weil ich wieder da vorne angef. Ja. So, komm, zeig's mir noch mal.
muss ich mich noch mal ganz kurz da herstellen, konzentrieren. Ich glaube, das da, dann das da und zum Schluss das da. Yes, danke schön. Was haben wir da? Ein pikanter Crepe. Ach ja, ein pikanter Crepe. Schön. Zarte Gemüsefüllung umhüllt von einem köstlichen Pfannkuchenteig. Ich meine, das bringt natürlich, wenn man es hat, ganz gut Geld, ne? Also von den Stufen. Allerdings, wir brauchen Gurke, Creme, Mehl, Eier. Also ist schon wieder total uninteressant für mich, weil es einfach viel zu viel schon wieder ist mit Rezepten und so weiter. Ne? So, gucken wir mal weiter. Her mit eurem Honig. Ihr dummen Stechbiester. So, da. Neues Datenkompakt. Oh, wir können Kerzen herstellen. Die Dinger werde ich wahrscheinlich nicht irgendwie umhüpfen können. Ich vermute nämlich wirklich, dass wenn ich die berühre, ich mache mal. Boah, das haut mir dann richtig nämlich die Stacheln runter. Das, ja. Ich glaube auch nicht, dass ich die. Völlig unwirksam, ja, das dachte ich mir. So. Irgendwas war da jetzt mit dem Kompendium Kerze. Okay, wir können jetzt eigene Kerzen herstellen, was ja auch nicht schlecht ist. Dafür brauchen wir allerdings 5 Fasern und 2 Wachs. So, und für die Fasern brauchen wir immer 3 von diesen Unkraut. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir sind, ja, da komme ich nicht hoch, ne? Ich müsste hier nach oben. Und das haut nicht hin. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass wir jetzt das Ding hier haben, dieses Rätsel, das muss ich mal glatt fotografieren, dass wir dieses Rätsel jetzt haben. So. Aber wohin dann? Weil da oben sieht man ja diese Stege, ne, in der Luft, wo man rüber kann. Und da muss eben einer von diesen Gems sein. Hier komme ich nicht hoch. Das heißt, der Aufgang. Wo ist denn das? Hier könnte der Aufgang sein auch. Ne, mit Treppen, die dann da hochführen auf den Steg. Das wäre möglich. Dann müsste ich jetzt hier wieder runter und dann einfach dem Weg entlang folgen. Wir machen das halt einfach mal. Wir haben jetzt das 2015. Ich bin ja auch relativ voll, also interessiert mich das jetzt erst einmal nicht. Euch habe ich, glaube ich, schon markiert. Nein, habe ich noch nicht. Dann markiere ich euch mal. So. Ich meine, irgendwie muss ich die, ne, beliebte Geschenke, also da muss ich irgendwas rein. Ich kann denen auch was anderes reintun. Ich könnte denen jetzt halt auch die Wurzel reingeben. Aber am nächsten Tag muss ich halt wieder hin, ne? Und das ist dann auch schon wieder so eine Sache. So. Wir müssen aber da durch. Von daher. Hüpf! Ja. Weil wegklopfen kann ich es eh nicht. Schauen wir mal da ganz kurz. Insektenhotel, dass wir uns das gleich mal markieren. Und da oben sind eben diese Brücken. Den Weg hier rechts rum. Dankeschön. Dankeschön. Honig stecke ich gerne ein. Kräuter stecke ich jetzt nicht ein, weil da habe ich keinen Platz mehr. Ich wollte auf die Karte schauen. Und hier, ne? Ja. Hier. Gucken wir mal, ob wir da nach oben kommen. Oder ob ich mich jetzt... Ne, da ist eine Treppe. Da ist eine Treppe. So. Aber die Brücke, die läuft da oben. Also komme ich da jetzt nicht hin. Boah, wie kommt man denn zu diesen Stegen? Ich glaube, da braucht man dann auch wieder einen Besen.
Ah, da ist auch noch mal so ein Dings. Und hier ist auch eine Ausgrabungsstätte. Ach so, die kann ich ja nicht machen, ne? Was haben wir hier? Nix. Nix ist nicht viel. Bienen. Ha! Weggeschnappt, bevor sie mich stechen konnten. Das ist doch schon mal was. Euch kann ich ja nicht sammeln. Ihr seid nichts. Schaut zwar toll aus, aber zu nichts zu gebrauchen, ne? Da haben wir ein Rätsel wieder mit Glocken. Da ist aber jetzt wieder die Sache, dass ich nicht genügend Eicheln habe. So, hier kann ich runter. Okay, also der Sumpf, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen. Aber wir haben ja auf jeden Fall schon mal ein paar Plätze mehr, ne? Wir haben jetzt 2, 4, 6, 8 von diesen Steinen haben wir jetzt auf jeden Fall insgesamt schon gefunden. Da unten ist anscheinend noch ein Rätsel. Ich gehe jetzt einfach mal darunter. Ja, Mechanismus. Stelle die Stangen auf dieselbe Höhe, um sie tanzen zu sehen. Okay. Da ist jetzt aber dann. Ah. Okay. Zifix. Das sind so Rätsel, die packe ich überhaupt nicht. Also der löst immer gleich diesen hier und diesen hier. Also das muss ich aufgeben, da das blicke ich nicht. Also ich kann mir das einfach nicht merken, welche von den Säulen jetzt welche Wirkung hat. Das ist mir einfach ein wenig zu hart. Muss ich echt zugeben. Ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt halt einfach mal nach Haus und machen beim nächsten Mal weiter. Schauen wir mal. So, jedenfalls bin ich schon mal ganz zufrieden, dass wir einiges von den Edelsteinen schon gefunden haben. Ich hoffe sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.